coming. Jo, se was die Malen und grüß euch die Buben. Jo Freunde, das wird heute ein kleines Testvideo eigentlich. Ich hab da nicht viel vor, ich habe eine neue Kamera am Start. Ich zeige euch das später dann und sage euch dann noch, was das ist. Und da will ich mich heute ein bisschen spielen mit den Einstellungen. Ich habe es erst vor zwei Tagen gekriegt, habe aber noch keine Zeit gehabt, irgendwas zu probieren. Ist quasi mein erstes Video und die ersten Bilder. Und ja, bin da runter auf der Donau, da schauen wir mal ein bisschen, was wir da schön entdecken können, was wir filmen können und ob es überhaupt was wird. Muss mir natürlich auch erst eingewinnen. Also, schauen wir mal. Und weiter geht's. Ja, da jetzt ganz hinten entfernt, ich schätze. 250 Meter, die zwei Schwäne von mir da entfernt. Voll einzoomt auf 135 mm. Ja, ich hoffe, dass alles scharf ist. Wahnsinn! Da ist alles immer noch austrickert. Auf alle Fälle tut einer frisch gejopft. Das ist noch nass, weil der Baum noch frisch ist. Ah, da oben hat auch schon einer geklopft. Weiter geht's. Ja, wie gesagt, das wird heute auch kein besonderes Video werden. Das wird eher so ein Laber- und Testvideo, was ich gesagt habe. Da wird auch nicht weiß gut was los sein, aber. Ja, Freunde, soweit man schaut. Alles austrickert. Wahnsinn. Und auch da, soweit man sieht. Ja, da herum beim Wasser extreme Bibertätigkeiten. Ja, der Wind ist auch hoch da und wow. Ja, da draußen sitzt so ein Haubentaucher. Ja, breite Flügel aus. Ich wollte mir so zwei Käfchen machen, aber das vergesse ich. Ich bin ja auch wegen Filmen und Fotografieren ein bisschen da. Also werden wir mal schauen. Aber geht schon weit. Ist nicht so schlecht, das 135er. Ja, die Biber sind auf alle Fälle aktiv, da habt ihr eine Biberspur einer. Und da vorne, das zeige ich näher, liegt eine ganze Menge und knappert. Ja, da sieht man auf alle Fälle ganz schön anknappert. Und da liegt eine ganze Menge herum. Ja, Freunde, aber nichtsdestotrotz, ich drehe jetzt schon langsam um. Gehe Richtung Retour und ja, da wird es wahrscheinlich auch nicht mehr viel zum Sehen geben. Aber egal, ich nehme euch sowieso wieder, immer wieder gern mit. Es ist so verdammt kalt. Schade. Ja, auf alle Fälle, ich gehe halt jetzt schön langsam Retour und ja, es wird wahrscheinlich schon drauf gekommen sein. Wenn ich die blende euch jetzt gleich ein paar Bühnen rein. Ich habe mir die Sony Alpha 6400 gekauft mit dem Bundle mit 18 bis 135 Objektiv und ja, schauen wir mal, Sony sollte ja da eigentlich sehr rangführend sein und ja, warten wir mal an, was auf mich zukommt. Auf alle Fälle habe ich mir noch ein Objektiv bestellt, das Sang Yang 21 mm mit
1,4, also was extrem lichtstarkes noch, das werde ich wahrscheinlich auch im Wald brauchen. Und ja, ein bisschen ein Breitwand, Breitformat braucht man sowieso. Also, na, da schaue ich mal, was ich da sehe. Ja, dann das selbe KTM, was ich habe, das Alp. Na, es dürfte wahrscheinlich ein Anker sein. Der wird da runtergegangen sein zur Donau, ein bisschen fischen. Ja, am Weg retour bin ich da wieder bei den Übergang angekommen. Und da drüben, wenn man hinschaut, oder da hinten, das sind auch sicher zwei so Biber-Eingänge. Ja, bin mir sicher, dass da wieder rund drin. Ja, jetzt kommt wieder ein bisschen die Sonne durch. Aber da es ja ein reines Laber-Video quasi auch werden sollte. Ja, warum haben wir eigentlich die Sonne gekauft? Ganz einfach, man will halt immer wieder mehr haben. Die Canon, die M6, was ich gehabt habe, im Übrigen, sie gibt es zum Kaufen, falls wer Interesse da hat. Ich gebe das seit günstig her, also man kann es haben mit dem Standardobjektiv 15 bis 45 mit Kit. Dann hätte ich noch das Pancake dazu, das 22er, das 2.0er für die Nachtaufnahmen. Und das neueste, was ich mir gekauft habe, das 11 bis 22er, ist ein Weitwinkel. Wenn das wen interessiert, er kann es einzeln kaufen, ein Set kaufen, schreibt es mir an. Ich weiß auch nicht, ob es zu dem Zeitpunkt, wann das Video angeht, überhaupt noch da ist oder ob es schon verkauft ist. Es war so, ich habe eigentlich meinen Camcorder verkauft, die Sony AX53, die ist weg und wollte mir eigentlich eine Drohne kaufen. Aber das kommt jetzt ein neues Drohnengesetz raus, mit Juni oder irgendwas. Und das Ganze ist mir alles ein bisschen zagig. Und dann habe ich gesagt, dann nehme ich lieber die Kohle und investiere das einmal in eine gescheite Kamera. Und habe mich halt für die Sony 6400, für die Alpha entschieden. Ja, und das ist halt das Ganze. Wie gesagt, falls irgendwer haben will, die Videos kennt ihr, die letzten mit der M6, die sind ja alle gekennzeichnet, was damit gefilmt worden ist. Und die macht ja eigentlich schöne Bilder und gibt es ja gar nichts. Klar, die hat jetzt 4K, was ich aber auch nicht wirklich benutze, weil ich es nicht wirklich brauche. Und ja. Ja, so viel dazu. Ist ja schließlich ein Labervideo. Und jetzt gehen wir weiter Richtung heimwärts. Ja, Freunde. Das war es einmal mein erster Ausritt, ein paar Stunden mit der neuen Sonne. Und bin jetzt da gleich wieder beim Auto. Ja, in dem Sinne, wenn ihr das Video seht, dann wisst ihr überhaupt zufrieden damit. Wenn ihr es nicht gesehen hättet, hätte ich es wahrscheinlich gelöscht. Ja. Okay, ich sage wie immer danke fürs Dabeisein, fürs Zuschauen, fürs Mitlaufen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, eine schöne Woche und Servus die Marl und pfiat euch die Burm.